Ich bin dir auch dankbar, dass du diesen Begriff der Empathie auch gleich eingebracht hast, weil für mich ist es etwas, mit dem ich so gut arbeiten kann und das, so wie du sagst, eigentlich ganz einfach ist oder sein könnte. So auf einer Seite sind so Gefühle und auf der anderen Seite Bedürfnisse und das ist also Teil der 4 Schritte und ich trage das mit mir in meiner Geldtasche immer mit. Und das heißt nicht, dass ich jetzt immer dran denke, aber es ist so etwas wie, manche Leute haben einen sowas wie einen Talisman oder einen Stein oder einen Kristall oder so. Und für mich ist eben diese Notfallkarte so dieser Anker, der das noch besser für mich verankert. Ich denke mir manchmal, ja, ich erzähle das jetzt so und für manche mag das jetzt nicht was besonders Großartiges sein, aber für mich ist es schon ein. Ja, für mich ist es wirklich etwas ganz, ganz Wertvolles, weil es so wirklich, also ich merke, es geht wirklich tief und es berührt mich jedes Mal, wenn ich daran denke. In diesem Moment, wenn ich also bei der Person bin, die im Moment gerade Empathie möchte oder der Empathie gerade wohltun würde, dann. Es spielt sich einfach etwas anderes ab, wenn ich einen Ratschlag bekomme statt Empathie.